Fit und gesund. Das Gesundheitsmagazin auf DW. Jede Woche mit einem neuen Expertengespräch. Um mehr über die Schuppenflechte zu erfahren, bin ich jetzt bei Frau Professor Dr. Ludwig Peitsch, Dermatologin hier am Klinikum Vivantes Berlin-Friedrichshain. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf. Gerne. Sie kämpfen ja richtig gegen die Schuppenflechte. Was hat sich denn in den letzten Jahren an der Therapie so verändert? In der letzten Dekade sind ganz wesentliche Fortschritte in der Behandlung der Schuppenflechte erzielt worden. Es sind neue Medikamente eingeführt worden, die Biologics heißen. Das sind nicht, wie der Name vermuten lassen kann, Naturheilmittel, sondern das sind Antikörper oder Rezeptorantagonisten, die gezielt an Botenstoffe in der Schuppenflechte angreifen. Und mit diesen Medikamenten kann man die Patienten noch effektiver behandeln als bisher. Und wie wählen Sie die Patienten aus, bei welchen diese Biologicals verwendet werden können und bei welchen eher nicht? Man schaut erstmal nach dem Schweregrad der Schuppenflechte und nach dem Leidensdruck der Patienten. Patienten, die eine leichte Schuppenflechte haben, brauchen in der Regel solche intensiven Medikamente nicht. Diese Patienten können mit Cremes und Lösungen adäquat behandelt werden. Dann ist es leider auch so, dass die Biologics sehr, sehr kostenintensiv sind. Daher sind die meisten Medikamente nur als zweite Wahl zugelassen, wenn andere Optionen, die man vorher in Tablettenform eingenommen hat, versagt haben, also nicht zu einer Besserung geführt haben oder von den Patienten nicht vertragen wurden. Diese Biologicals greifen ja richtig ins Immunsystem ein. Ich kann mir vorstellen, dass das auch gefährlich ist, wenn man im Immunsystem da behandelt. Was sind denn so die hauptsächlichen Risiken und Nebenwirkungen? Die Biologics sind Therapien, die das Immunsystem unterdrücken. Daher ist das Hauptrisiko, dass der Patient einen Infekt entwickelt. Meistens sind das ganz banale Infekte, wie zum Beispiel eine Halsentzündung oder eine Entzündung der oberen Atemwege, die man unschwer behandeln kann. Es können selten aber auch schwere Infektionen sein. Und es kann unter Biologics passieren, dass eine Tuberkulose reaktiviert wird. Daher müssen alle Patienten vorher gescreent werden, ob sie in der Vergangenheit immer eine Tuberkulose durchgemacht haben. Weil die im Körper noch übrig geblieben sein kann und durch die Behandlung mit den Biologicals dann erneut aufflammen kann. Genau, weil die Tuberkulose latent im Körper bleibt und die Erreger dann reaktiviert werden können, wenn das Immunsystem unterdrückt wird. Daher brauchen Patienten, die einmal eine Tuberkulose durchgemacht haben oder die einen positiven Tuberkulosetest im Blut aufweisen, eine prophylaktische Behandlung mit Tuberkulostatika, bevor sie mit den Biologics beginnen. Ja, und jetzt sehen wir hinter uns eine Patientin, die ebenfalls gerade an der Schuppenflechte therapiert wird, aber nicht mit Biologicals, sondern mit einer Creme. Was passiert hier? Genau, die Patientin bekommt eine Creme mit Ditranol oder auch Zignolin. Das ist eine Creme, die hautreizend wirkt, ein ganz etabliertes Medikament zur Behandlung der Schuppenflechte, das schon Anfang des 19. Jahrhunderts in anderer Form eingesetzt wurde. Und über diesen hautreizenden Effekt kommt es dann auch zu einer Hemmung der psoriatischen Entzündung und letztlich zu einem Abflachen der Plaques. Unsere Patientin ist hier tagesstationär zurzeit, weil die Behandlung aufgrund des hautreizenden Effekts langsam gesteigert werden muss und weil die Behandlung auch die Haut und die Wäsche verfärben kann und die Badezimmereinrichtung zu Hause verfärben. Ah, deshalb sollte man es nicht selber aufschmieren, weil man die Dosis nicht richtig, die Menge nicht richtig hinbekommt und die Nebenwirkungen dann auch mit Wäsche da sind. Ja. Wie häufig oder wie lange wird so eine Therapie durchgeführt? Die Behandlung wird stationär oder teilstationär über mehrere Wochen durchgeführt. Wenn man im Rahmen eines stationären Aufenthalts sehr schnell steigert, braucht man vielleicht 2 Wochen. Teilstationär behandeln wir üblicherweise über 4 bis 5 Wochen. Wie entsteht Schuppenflechte eigentlich? Die Ursachen für die Schuppenflechte sind letztlich genetisch. Das ist eine Erkrankung mit einem starken erblichen Hintergrund. Es kommt dabei zu einer Autoimmunreaktion. Die Autoantigene werden jetzt in letzter Zeit identifiziert, die zur psoriatischen Entzündung dann führen. Was passiert ist, dass die T-Zellen letztlich überschießend reagieren und bestimmte Botenstoffe produzieren, unter anderem einen Botenstoff, der TNF-Alpha heißt und einen Botenstoff, der Interleukin 17 heißt. Und das sind die Schlüsselbotenstoffe, die dann Psoriasis hervorrufen. Kann man sich vorstellen, dass die Schuppenflechte irgendwann in der Zukunft komplett heilbar sein wird? Das ist leider noch nicht absehbar, weil das eine letztlich genetische Erkrankung ist. Was man machen kann, ist, dass man diese Botenstoffe eben blockiert oder diese überschießende Immunreaktion hemmt. Und daher kann man die Schuppenflechte sehr gut heute symptomatisch behandeln. Man kann aber sie weiterhin nicht heilen.
Dann sage ich mal danke, Frau Dr. Ludwig-Peitsch, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Und ich sage danke, dass wir bei Ihnen bei der Behandlung zugucken konnten. Vielen Dank.